Hallo, mein Name ist Katja Kipping. Ich bin Sozialpolitikerin und bei den Linken. Und ich bin gespannt auf eure Kommentare bei Dislike. Adolf Blitz, ist das nicht die Kobolde in den Batterien vermutet? Tja, es kann ja mal vorkommen, dass sich Politiker versprechen und es kann offensichtlich vorkommen, dass Leute, die kommentieren, Frauen in der Politik durcheinander bringen. Das war ich nicht. Also musst du weiter recherchieren, lieber Adolf. Petrovo Kovac sagt, ich frage mich, wer dümmer ist, falsche Kommasetzung, Katja Kipping oder ihre Wähler? Also hier muss ich einfach sagen, das ist so doof, das muss man nicht kommentieren. Sarah, ja, Tennis. Ein Glückstag für Katja Kipping. Ihr jahrelanges Mobbing gegen Sarah Wagenknecht führte heute zu einem Erfolg. Ein trauriger Tag für die Linken. Mir ist schon klar, dass man gerne irgendwie große inhaltliche Kontroversen am Ende so als ein Catchen zwischen zwei Frauen darstellt. Aber ich würde mal sagen, ich gehörte noch zu denjenigen, die wenigstens die Fragen verstanden haben, die Sarah aufgeworfen hat, auch wenn ich ihre Antworten nicht geteilt habe. Und zur Demokratie gehört halt auch der Widerspruch. Tina Wiegand, Totalitarismus ist rücksichtslos und absichtlich schädigend. Katja Kipping gehört meines Erachtens zu den niederträchtigsten Unmenschen dieser Welt. Also das ist schon auch echt interessant, wie viel Verwirrung in einem Post ist, sich über Totalitarismus zu beschweren und zugleich andere als Unmenschen zu bezeichnen. Interessant. Chachai, Weihnachtsgeld für Hartz-IV-Empfänger, mein Arbeitgeber zahlt mir selbst keins, ganz knusper sind sie echt nicht, typisch Linke ist gleich SED, kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Tja, lieber Chachai, manchmal hilft es ja auch, meine Einträge bis zu Ende zu lesen, dann wüsstest du auch oder dann wüssten sie auch, dass wir uns auch dafür eingesetzt haben, dass Beschäftigte Weihnachtsgeld bekommen. Vincent Vegas, nur keine Angst, wenn du im Bundestag ein bisschen durchhältst, bist du gut verrentet, dir droht kein Hartz IV. Ja, in der Tat, als Abgeordnete bin ich in einer unglaublich privilegierten Situation. Das ist mir bewusst. Was mich vielleicht unterscheidet oder was generell die Linke unterscheidet, ist, wir wollen halt, dass niemand in Hartz IV leben muss, sondern wir wollen, dass alle mindestens ein garantiertes, sanktionsfreies Mindesteinkommen bekommen. Katja Kipping, how old are you? Fragezeichen, I don't know, between 14 and 55. Interessant, steht auf meiner Website, ich bin 43. Antwort von Rainer Fraße, vom geistigen Niveau höchstens 14 bei gleichzeitiger Dementia praecox. Och, das sind ja Männer, die sich im Beschimpfen besonders witzig finden. Manchmal finde ich ja, das sagt vor allen Dingen viel über die Person aus. Professional Idiot, so nennt er sich selber. Kipping ist ein richtig steiler Nachname. Was tun wir heute? Extrem Kipping bis zum Umfallen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend. Araf Gorbadan. Viele Forderungen von Katja Kipping sind, wenn zu Ende gedacht, einfach dumm. Kein Alleinstellungsmerkmal in der Politik. Tja, würde ich jetzt gerne kommentieren, hätte er mal eins durchargumentieren können, anstatt einfach nur negative Adjektive zu setzen. Arono 71. Kipping, das erinnert mich an diesen holländischen Fisch. Naja, Ähnlichkeit ist auf jeden Fall da. Ach, das Netz ist ein wahrer Quell von Freude und Freundlichkeit unter den Menschen. Frank Brenner, liest du deine Beiträge eigentlich vorher nochmal durch? Fragezeichen, gruselig, die Rechtschreibfehler. Und dann macht er selber Fehler bei der Zeichensetzung. Alter Falter, Katja Kipping hat Krömer so richtig gegeben. Ey, ah ja. Also ich habe ja gedacht, das ist so eine Sendung, da kannst du nur aufpassen, möglichst wenig Eigentore zu schießen. Selber wird man da nicht eins treffen können, aber es hat Spaß gemacht. Ulf Thomas, vom Namen her ganz offensichtlich männlich, schreibt, hysterische Politiker wie Katja Kipping sind schlechte Ratgeber. Ich würde ja mal sagen, das ist ein wunderbares Beispiel, wie man in der Politik immer wieder bestimmte Adjektive vor allem mit Frauen in Verbindung bringt. Habt ihr schon mal gehört, dass ein Mann hysterisch genannt wurde? War das jetzt der Pumuckl oder das Schneewittchen? Egal, beide zum Kotzen. Ich glaube, Couchy mag mich nicht. Born to be fast. Ich finde, die beiden passen gut zusammen. Zumindest war da irgendetwas in der Luft, hatte ich das Gefühl. Smiley. Ich glaube, der meint mich und Krömer. Also wenn da was in der Luft war, dann die Freude am
Streitgespräch. Volkmar Bauer sagt Traumfrau, Ausrufezeichen. Kann man ja mal so stehen lassen. Ja, Mensch, das war ja ein wahres Bad in sozusagen Nettigkeiten. Wenn ihr sehen wollt, wie Gregor Gysi so richtig ins Schwitzen kommt, dann klickt einfach hier. Und falls euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Kanal, und zwar hier.